vor genau einem Jahr kam die allererste Folge von Frontside, also am 4.01.2015. Und heute feiern wir das einjährige Bestehen dieses Formates mit meinen Top 5 Spielen, die 2016 wahrscheinlich rauskommen werden. Bitch! Hallo, 2016 hat frisch begonnen und man glaubt es kaum, nach dem Knallerspieljahr 2015 kommt wahrscheinlich noch ein besseres. Denn dieses Jahr ist so vollgepackt mit Spielen, die zusammen alle auf einem Hype-Train sitzen und warten, von euch vergöttert zu werden. Ich hatte jetzt genau 15 Spiele, auf die ich ziemlich heiß bin, habe versucht 10 davon wegzusortieren und meine Fresse, das war echt nicht leicht. Trotz allem habe ich es geschafft und hier meine Top. Platz Nummer 5, South Park, The Fracture But Whole. Hier gleich mal vorweg gesagt, wenn ihr den ersten Teil Stick of Truth oder auf Deutsch Staub der Wahrheit noch nicht gezockt habt, dann tut es bitte. Das Spiel ist 1:1 wie die Serie South Park und mit Kuriositäten einfach übersät und ich kenne einfach niemanden, der das Spiel nicht mochte. Klar, dass die Produzenten von South Park sich dann nochmal überredeten ließen und jetzt einen neuen Teil kriegen. Das Spiel wird wie der Vorgänger ein rundenbasiertes Rollenspiel werden, nur dass sie dieses Mal kein Magier oder Elfen sind, sondern Superhelden. Sprich, Cartman aka The Coon wird vertreten sein oder auch Timmy als Iron Maiden und wie sie noch alle heißen. Ich gebe euch jetzt mein Wort, wenn ich sage, dass das Spiel ziemlich sicher keine Enttäuschung sein wird. Denn wenn es genauso ist wie der erste Teil, dann bleibt das Spiel trotzdem grandios. Okay. Platz Nummer 4, Mirror's Edge Catalyst. Man braucht bloß Mirror's Edge sagen, dann denke ich sofort an... Dann kommt der Name Catalyst und ich denke sofort an... Und beides kombiniert? Da kann ja eigentlich nur was Geiles bei rumkommen. Das Parcoursystem von Mirror's Edge war damals und für mich sogar bis heute was komplett Einzigartiges. Wo man das erste Mal davon gehört hat, wer dachte denn wirklich, dass man das Spiel so flüssig spielen kann? Auch wenn man den ersten Teil nach gefühlten 5 Stunden schon durchgespielt hat, hatte man ein komplett einzigartiges Spielerlebnis. Doch leider hat sich es damals ziemlich mies verkauft und deswegen Chapeau an EA, dass sie dem Titel nochmal eine Chance geben, denn das Spiel hat es einfach allemal verdient. In Catalyst wird man nun eine komplett offene Welt haben. Ob das nun gut oder schlecht ist, das kann eigentlich jeder für sich selber entscheiden. Ich hingegen lasse mich da komplett überraschen und werde das Spiel wahrscheinlich komplett in mich reinsaugen. Denn ich bin mir fast sicher, dass dieser Titel hier mit zu den einzigartigsten gehört 2015. Platz Nummer 3, Dark Souls 3. Wenn ich den Namen bloß sag, da kriege ich schon Gänsehaut. Ich habe letztes Jahr mit Dark Souls angefangen und erfolgreich beendet. Nice. Und es gab, ohne Spaß, bis jetzt noch kein Spiel jemals, was mich fast zum Heulen brachte, weil ich es endlich durchgespielt habe. Deswegen noch mein kleiner Nachtrag. Ornstein und Smoke. Bitch! Das Spiel nimmt deinen kompletten Körper und mach mit dem einfach, was es will. Du bist im ersten Moment wahnsinnig happy, weil du endlich den Boss niedergestreckt hast. 2 Minuten später kommt dir schon wieder das nächste Kotzen, weil dich ein Gebiet zielisch niederfickt. Sorry, aber anders kann man es nicht sagen. Den zweiten Teil habe ich momentan pausiert, weil ich den nicht so geil finde wie den ersten Teil. Liegt vielleicht auch daran, dass das Genie Miyazaki nicht bei dem Spiel mit involviert war. Werde es aber trotzdem noch durchspielen. Und dann kommt der dritte Teil und ich sehe mich jetzt schon kotzen. Yeah. Also wenn ihr eine echte Herausforderung sucht, dann holt euch diese Spielereihe. Eine absolute Kaufempfehlung von mir, denn es sind wirklich Spiele, die ziehen dich einfach in den Bann, sofern du dich wirklich drauf einlässt. Platz Nummer 2, The Legend of Zelda.
Das ist der einzige Teil, der es vom letzten Jahr wieder ins Ranking geschafft hat. The Division war letztes Jahr auch dabei, aber bei dem Titel bin ich echt ein bisschen vorsichtiger geworden. Zelda hingegen bleibt einfach Zelda und die News schon mal selber, dass sie noch ein Jahr brauchen für die Entwicklung, stimmt mich jetzt nicht unglücklich. Und das zeigt eigentlich eher, wie Nintendo auf ihre Titel aufpasst. Denn die sind wirklich noch eine von den Sorten, die wollen wirklich ein gutes Spiel rausbringen. Und wenn es 2016 wieder nicht klappen sollte, dann stört mich es auch nicht zwangsläufig. Denn ich weiß, sobald ich das Spiel haben werde, wird es mich einfach vom Hocker hauen. Oh shit. Jedes Dungeon ist gut durchdacht und so liebevoll designt, dass man sich einfach in die Reihe verlieben muss. Und wenn man damit aufgewachsen ist wie der Clown da, dann kommen bei dem Namen einfach wieder Kindheitsträume hoch und man schwebt einfach in der Nostalgie. Der Soundtrack wird wie in jedem Zelda-Spiel das i-Tüpfelchen sein. Und wer das Format jetzt ein Jahr lang verfolgt, der wird sich bestimmt denken, warum Zelda nun auf Platz 2 ist, obwohl es letztes Jahr auf Platz 1 war. Einfach weil ich gerne eine Newshure bin und bei dem Spiel kriegt man einfach nicht viel mit, weil die auch nicht viel verraten. Was gut ist, aber gleichzeitig auch wieder ein bisschen kacke. Das ist schwer zu erklären. Das killt halt einfach das Momentum und wird von anderen Spielen zwangsläufig überholt. Und welches Spiel das ist, das sehen wir jetzt. Platz Nummer 1. No Man's Sky. Das Spiel lebt jetzt auch nicht von dem ganzen Hype-Konsum, den die anderen Spiele alle haben. Ist tatsächlich fast so wie Zelda, man will halt noch nicht viel sagen, aber wenn man was sagt, dann kommt man mit einer dicken Antwort um die Ecke. Viele werden das Spiel jetzt nicht kennen, da es, wie schon am Anfang erwähnt, von den anderen AAA-Titeln einfach weggezogen wird. Aber das Spiel hat so viel Mörderpotenzial, wie kaum ein anderes auf der Liste. Es lässt hier so viel Freiraum, dass ich mir vorstellen kann, dass sich verdammt viele Leute sich mit dem Spiel identifizieren können. Zur Erklärung. Du bist ein Raumfahrer, der Planeten besucht, um Rohstoffe zu sammeln oder Blaupausen für sich selber und sein Schiff sucht oder ganz anders ein Kopfgeldjäger oder ein Pirat, der auf andere Schiffe losgeht. Und es geht einfach noch mehr. Egal, auf was du Lust hast, mach es einfach. Und es gibt nicht einfach so 100 Planeten, sondern über 18 Trillionen. Nice. Die Zahl kann man sich ja noch nicht mal vorstellen. Andere Online-Spieler zu treffen ist laut denen ihrer Aussage fast schon unmöglich. Jeder, der Lust hat, was zu erkunden, wie ich zum Beispiel, für den ist das Spiel einfach ein Muss. Es gibt aber auch einen negativen Punkt, denn es wird höchstwahrscheinlich nicht für die Xbox kommen, sondern nur für die PS4. Und den PC. Das ist jetzt aber wirklich ein Grund, obwohl ich das Spiel noch nicht mal gespielt habe, dass ich mir eine PlayStation zulegen würde. Das, was sie gezeigt haben, war bislang immer der Hammer und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das Spiel schlecht werden könnte. Jetzt seid aber gern ihr an der Reihe. Mich würde interessieren, auf welche Spiele ihr 2016 wartet. Lasst es mich gerne wissen. Und das waren meine Top 5. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr News haben wollt, dann geht doch bitte auf www.xboxfront.de. Wenn ihr mehr von dieser Fratze haben wollt, es gibt einen Kanal, der heißt Bunze Bunze. Da kommt diese Woche ein neues Video namens Hope My Beer. Da versuche ich was nachzumachen, was ein Typ, die mich perfekt gemeistert hat. Und ich hoffe, wir sehen uns nächsten Montag wieder, wenn es heißt Bronze 18 Uhr. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Montag noch und wir sehen uns. Bis dahin. Tschüssi. Bitch!